So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA 23 Karriere natürlich. FIFA 19, warum komme ich jetzt auf 19? Ja, es geht weiter heute. Mit dem nächsten Spiel. UD Almeria ist der Gegner. Brauche ich jetzt nicht. Strategie brauche ich nicht bearbeiten. So, Williams wird jetzt ein bisschen. Wird mal nicht von Anfang an gebracht. So, gehen wir rein. Ins Match. Ins nächste Match. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag es ist. 29 oder so? Ich glaube 30, 29, 30, irgendwie sowas. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Schauen wir kurz auf die Startformation von Almeria. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Wir wollen in dieser Session unbedingt die Meisterschaft klar machen. Na dann, auf geht's, ne? Wir wollen das Ding zumachen. Los geht's! Bilbao hat Anstoß. Zwei Siege noch brauchen wir, dann sind wir durch. Und Almeria klingt natürlich wieder so relativ einfach. Olmo! Oh, der weite Schuss am Ball. Der Keeper hat den. Also wenn wir durch sind mit Bilbao, sowohl Champions League als auch La Liga, beenden wir FIFA. Das ist, wird nicht jetzt irgendwie noch ein, zwei Spieltage irgendwas anders geben oder irgendwas kurz geben. Das Einzige, was ich geben könnte, was ich überlegen könnte, wäre vielleicht die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die ist natürlich äußerst erfreulich für den Trainer. Das wäre noch eine Möglichkeit. Darauf lässt sich aufbauen, damit lässt sich arbeiten. Es stimmt einfach alles, wenn sie zu... Oh, jetzt haben sie die Chance. Das ist noch gefährlich. Und dann ist das irgendwie doch passiert. 1-0. Bocha, Majoral. 11. Minute. Nachschuss und Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt. Ins kurze Eck und rein ins Glück. Und dann fällt das Tor. Ich bin mir nicht zu 1000% sicher, aber es könnte sein, dass FIFA diesmal auch am Sonntag kommt. Also wir haben heute Dienstag. Ich glaube, jetzt am Sonntag wird auch FIFA kommen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie weit ich jetzt gerade mit der Session vorbereiten bin. Weil es kann nämlich sein, dass es genau diese Session ist, wo es durch meinen Urlaub durchgeht. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Aber ich glaube, das ist jetzt die nächste Session. Sie kommen über den Flügel. Mendes. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Naja, es dürfte die nächste sein. Es dürfte hier eine normale Session sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt Sonntag ist. Sie gehen dazwischen. Weil
Formel 1 hier. Breaking Point hat nämlich 17 Kapitel. Ergo endet das Ding an einem Samstag. Und an einem Sonntag gibt es FIFA. Müsste ich jetzt nachgucken. Mache ich auch nach dem Spiel. Damit ich weiß, ob ich heute 4 oder 5 Folgen aufnehmen muss. Soll, kann, möchte. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Ah, Maria kämpft sich wieder so ein bisschen rein in diesem Match. Der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Muniain. Ja, setzt sich schön durch. Gute Chance für Muniain. Ist es denn zu glauben? Gehalten. Der Keeper hat aber auch gut zweimal jetzt gehalten. Ecke kommt in den 16er. Erstmal der Befreiungsschlag. Olmo. Euer Saban. Ist das die Möglichkeit? Maurice. Und der ist am letzten Moment aber gestört worden. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf. Da müssen sie das Tor schon machen. Sie suchen nach der Lücke. Da muss die Abwehr aufpassen. Was für eine Chance. Ah, wieder. Gut im letzten Moment gestört. Bevor es zum Abschluss kommen kann. Araujo! Und das war ganz, ganz wichtig, diese Grätsche. Weil das wäre eine Riesenchance bei Maria geworden. Vielleicht sogar der Ausgleich geworden. So weit ein 1-0 Bilbao. Jumi, gut geklärt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt kommt die Flanke. Ah, komm nicht in Position. Es ist immer wieder noch ein Fuß da irgendwo oder Kopf oder was auch immer. Irgendein Körperteil ist noch dazwischen. Oh ja, so ein Ball vielleicht jetzt. Mal! Und wieder halt der Keeper. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ah, wieder Glück gehabt, wieder irgendwas dazwischen bekommen. Also, Maria ist drin im Match. Und zwar richtig im Match. Wir kriegen noch nicht die Position, um. Gut gemacht. Chance zum Konter jetzt. Um. Hier was nach Hause mitzunehmen. Boah, Ramajoral. Vielleicht der jetzt mal mit dem 2-0. Daniel Olmo. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für Pause. Ein Rettungsstart. Das ist der Pausenpfiff. Das war's in dieser ersten Spielhälfte. Die Gastgeber sind hier in Führung. Und sie sind ja auch die Mannschaft mit der besten Heimbilanz. Sie also doch ist. Und auch wenn es knapp ist, ist es wieder so ein Heimspiel, in dem sie zeigen, warum sie die beste Heimbilanz im bisherigen Saisonverlauf haben. Zu Hause einfach eine Macht. Und das hängt mit den Fans zusammen. Wir hören das jetzt. Bilbao hat Anstoß. Ah, halbherzig. Momentan ist es noch nicht zu 100% safe. Hätte auch drin sein können, aber das ist halt ein Meister auf der Linie. Der ahnt diese Dinger, der springt genau im richtigen Moment. Oh, jetzt haben sie die Chance. So, ich habe gerade kurz die Pause genutzt, jetzt um mal nachzugucken. Also, ja, diesen Sonntag gibt's FIFA. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Und die nächste Session ist meine Urlaubssession. Ich fliege ja am 25. August, fliege ich ja für 5 Tage nach Zürich, also die Schweiz, um mal wieder was mit Ani und Rebecca zu machen, die ja deren YouTube-Kanäle übrigens unter diesem Kanal hier verlinkt besitzt. 2 Schweizer Mädels, 2 gute Freunde von mir, die ich jetzt seit Corona nicht mehr gesehen habe. Ergo, wird mal wieder Zeit und deswegen. Dass ihr Bescheid wisst. Und nein, wieder hat der Keeper. Oh, den habe ich schon mal ausgesehen sogar. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Gorosabel. Jetzt kommt die Flanke. Und jetzt ist es drin. Boja, Boja, Majoral. 0-2. Oder 2-0. Doppelpack. Der Blick
Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ah, schade. Mbaba. Keine Gefahr bei wieder. Und vielleicht mal heute wieder zu Null-Sieg wäre schön. Athletic Bilbao hat es gelb. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt ja, genau. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ich glaube, der sogar direkt ausgewechselt wird. Sanchez, Manu. Flanke, ah, der, diesmal geht die Flanke nicht gut. Diesmal geht die zu nah an den Keeper. Hat er. Keeper. Borja Mayoral. Jetzt dieser gefährliche Schreibpass. Und Morris! 3-0 für die Youngster! 3 Tore. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Er hat der chancenlos, obwohl sie dicht dran so, jetzt wechselt. Maria aus. Ja, so viel zum Thema, sie sind drin. Jetzt sind sie es nicht mehr. 13 Minuten nach 13 Minuten den Doppelschlag kassiert. 3-0 jetzt. Und wie gesagt, ich hätte gerne mal zu 0. 10. Saisontor, also Morris. Der sah gefährlich aus. Mir juckt die Nase. 20 Minuten auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Oh ja, Sabaya, was ist Keda in der Mitte? Doch, es ist einer. Einer in der Mitte. Samu, das war zu einfach. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Wir gehen ins Studio, denn im Spiel von Barcelona ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC Barcelona. Die Chance jetzt. Nein, schon wieder zu nicht zu null. Ich kriege es nicht hin, ich darf es nicht. Irgendeiner fällt dann immer noch hinten rein. Irgendein Scheißball fällt dann hinten noch rein. So, das ist der Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist Araujo. Der neue Spielstand lautet jetzt. So, Schiri hatte. So, wer ist es jetzt? Leo Baptistau. Baptistau. Vertretbar, denke ich. Das kann ich wieder ausgesprochen. Diese kurze Meldung vom Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Tor also für den FC Barcelona. Damit führen sie nun. Das ist zu einfach jetzt. Das könnte die Chance werden. Euer Sabal. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Ecke. Ecke kommt in den 16er. Da konnten sie nichts draus machen. Olmo. Zu Al. Nochmal eine Chance, Muniain, aber der ist wieder zu nah. Genau so als der Torwart. Kurzer Ausblick auf den nächsten Gegner von Almeria. Ja, es geht gegen den FC Valencia im nächsten Spiel in der Liga. Eine recht ausgeglichene Begegnung dürfen wir da erwarten. So, Ball kommt. Wir Sanchez. Schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Muniain vielleicht jetzt auf außen. Er dribbelt nach innen. Dani Olmo! Olmo hat doch mal eine gute Chance gehabt. Zedua, ja. Hm.
So, habe ich hier alle 5 Wechsel durch? 1, 2, 3, 4 und 5? Ja, habe ich. Ihre Parade. So, wir wechseln jetzt durch und der Gegner wechselt ebenfalls. Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären. Und da sind wir! Der war nicht schlecht, der Ball, aber der passt halt leider nicht. Habe ich gesagt, 3. Habe ich ärgert schon wieder dieses zu 1. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Gut geblockt. Ecke. Jetzt geht der Keeper mit nach vorne, warum auch immer. Der will ja pfeifen jetzt, weil der Söder das so macht. So, Ecke kommt. Und das war's für heute in diesem Spiel. Es steht und da haben sie doch nochmal die große Chance. Aber wir haben also für die Mannschaft mit der besten unsere 3 Punkte nach Hause gefahren. Das ist nach wie vor gefährlich. Ja, der Schuss jetzt. Hätte auch drin sein können. Aber das ist halt ein Meister auf der Linie. Der so. Oh, Barcelona nur 2-2 gegen Girona. Ich glaube, wir haben noch nicht die Titel, oder? Weil der zweite, glaube ich, gepatzt hat, nämlich damit. Wir haben jetzt einen Vorsprung von 22 Punkten. Es sind noch 9 Spiele. Nee, noch nicht, bei weitem nicht. Das mit den 2 Siegen war noch ein bisschen Makulatur. Nächste gegen das Betis. Mit 22 Punkten brauchen wir 7 Punkte Rest. Wir brauchen jetzt noch 2 Siege, ja. Oder 3? 7 Spiele vor Ende? Nee, 2 Siege brauchen wir noch. So, upsi. Das wollte ich jetzt nicht machen. Na gut, wie dem auch sei, ich bin mal raus, nachdem ich die Nachrichten gelesen habe. Und dann sehen wir uns wieder mit dem Duell gegen Betis Sevilla. Da haben wir zumindest, könnten wir vielleicht sogar die Meisterschaft schon klar machen. Wenn Barcelona und Real und Atletico verlieren, das wird nicht passieren. Zu Hause ist sowieso am schönsten. Also, jetzt noch Betis und dann noch einen Sieg und dann sind wir Meister in La Liga. Bis dahin und auf Wiedersehen.